So, willkommen zurück zu Let's Play Siege of Avalon. Wir haben im letzten Part diese Echsen holen durch Forstner und versucht, die Überlebenden zu finden. Wir haben gemerkt, die Echsenkrieger wurden hier an der reinen Haufen umgelegt durch diesen Schattenkrieger. Und wir haben den schon wieder umgelegt. Wir haben ganz schön viele von denen gefunden. Drei Stück, glaube ich, haben. Drei Schattenkrieger haben wir. Magier, Ritter und ich glaube, der soll Kundschafter sein. Oder er zumindest ein leicht bepanzerter. Das Problem ist, ich habe geschafft, alles von ihnen aufzuheben, aber ich kann meine Waffe nicht nutzen, weil ich das jetzt angelegt habe. Ich kann das nirgends wie verstauen und das ist jetzt ein kleines Problem. Das dürfte die Sache nicht gerade vereinfachen im Kampf. Aber ich kann die Leute lang genug ablenken. Und Sekuna haben wir auch dabei und Felix. Die sollten auch beide kämpfen können. Wo sind wir überhaupt? Ach, da unten sind wir. Ich hoffe, dass jetzt einfach nur nicht mehr allzu viele Gegner kommen. Sonst habe ich ein bisschen die schlechten Karten gezogen. Ich wollte eigentlich zurücklaufen, aber boah, der Weg. Wisst ihr, wie weit das ist? Ich muss das hier raus und dann ein paar Mal in den Wäldern vorbei und dann noch in den Innenhof. Und dann muss ich wieder zurücklaufen. Und den Weg habe ich ehrlich gesagt ein bisschen vergessen. So, aber hier dürfte eigentlich nichts mehr sein. Ich hoffe einfach mal, dass hier niemand mehr was droppen tut. Ich bete dafür. Okay. So, wir haben ja alles durchforstet. Bis da oben den Eingang. Boah. Ich brauche mehr Beschränkungen. Es geht nicht anders. Wir haben so viele gute Sachen gefunden. Ich brauche noch ein paar Punkte mehr. Ein paar Punkte. Ich will das Zeug alles anziehen. Eigentlich schlau gemacht mit den Beschränkungen. Aber das ist manchmal echt ein bisschen nervig hier. Dann findet man die außergewöhnlichsten Sachen und dann kann man sie nicht anziehen. Und ich will die Sachen nicht verkaufen, weil ich hoffe, dass ich irgendwann so einen Lehrmeister treffe, der mir das ganze Zeug beibringt. Das ist eine Qual. Ich find's gut. Wow. Was? Wo sind wir denn? So, okay. Da war ich aber auch noch nicht drin. So wie der Golem da steht. Okay. Ich kann sowieso nichts machen. Zerkühner, du musst aushelfen. Ja, ihr seht, dass es deutlich länger braucht. Mann, ich heil dich. Kann mir sowieso nichts antun. Ah! Okay, ich weiß nicht, ob das so schlau ist, was ich mache. Ich will nun mal alles erforschen. Ah, da ist noch einer. Den geben wir mal Verschwundenheit. Damit er sich auf mich konzentriert. So, hau drauf, Kühner. Einfach draufhauen. Nicht zu so zimperlich. Los. Ich versuche auch drauf zu hauen, aber ich mache keinen Schaden. Das ist ein Problem. Okay. Der Sekuna ist jetzt im Moment der Einzige, der kämpfen kann. Und Felik. Wir werden ihn. Okay. Wir übernehmen mal Felix Aufgaben. So. Problem gelöst. So leicht geht das. Wenn man weiß, wie. So, dann haben wir auch diesen Weg schon mal erkundet. Boah, der Kühner ist ja fast tot, ey. Wir können zwar auch zaubern. Aber wir sind nicht so ein guter Zauberer. Wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt, da ich hier einen Ritter spiele. Ja, das wird doof. Ich habe zu viele Sachen an. Ich brauche Beschränkung. Anders geht's nicht. Anders kann man hier nicht überleben. Ich nicht. Und diesen ganzen Weg zurücklaufen. Boah, das kostet eine ganze Viertelstunde. Und vor allem weiß ich auch nicht mehr, wie man zurückkommt. Das ist das Problem.
Weiß schon mal, dass wir. Okay, gehen wir erstmal hier rein. Hier müssen jetzt eigentlich die Echsenmenschen warten. Wer ist denn noch ein Schattenkrieger? Ja, da unten ist so ein Tor. Ich glaube, wir haben jeden Echsenmenschen umgebracht. Nee. Okay, gegen einen kann ich kämpfen. Los, komm her! Ja, der haut im Moment mich drauf. Nein! Sag mal, wie viel hält der denn da unten aus? Boah. Also wenn ich nicht mitkämpfe, da ist er ganz schön schwach, sag mal. Der hat dieses Offiziersschwert, ne? Ja, wir können. Ja, also. Ist eigentlich noch ziemlich gut hier. Das will ich ihm eigentlich jetzt nicht weggeben. Okay. Wen haben wir? Da unten muss ja eigentlich noch einer warten. Komm. Der zuckt weh. Oh, okay, das ging jetzt flott. Haben wir wieder Beschränkung? Nee. Also. Ich bin verwirrt. Ich sehe ihn nicht, oder? Wo sind sie? Wir haben zwei Gefängnisse gefunden. Wo sind die Gefangene? Aufgaben. Ein Mann, eine Gruppe der Echsenmenschen gefangen wurde, beim Kampf gegen seine Kameraden zu befreien. Okay. Ich soll diese Gefangenen retten. Ich sehe ihn nicht. Wo sind die Gefangenen? Ich habe hier alles leer geräumt. Die ganze Höhle bis da unten ist auch noch irgendwie was. Wo sind die Gefangenen? Die ganzen Echsenmenschen sind tot. Vielleicht gibt es keine Überlebende. Ich glaube, wir sollten noch mal zu dem gehen. Zu dem Typen, der da sowieso da unten rumhockt. Es gibt keine Gefangene hier. Ist das zu fassen? Die Echsenmenschen haben wirklich alle platt gemacht. Oder versteckt er sich da unten? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Dann gibt es wirklich niemand mehr hier. Niemand. Hier links geht es übrigens weiter. Da war ich auch noch nicht, glaube ich. Ist hier schon. Ah, ich glaube, ich weiß, was hier war. Stimmt, hier waren die blauen. So. Der wird schon wissen, was zu tun ist. So, die müssen wir heilen. Komm. Nein! Verdammt! Müssen wir das mit Felix machen? Also ich weiß, man sagt Felix oder Felix. So, nimm das und das und das und das und das und das. Und wieder das. Sag mal, wie viel hält der denn aus? Und das, das, und das, und das, und das. Ja, der ist blau. Da kann man sich ja vorstellen, dass er mehr Schutz gegen Kälte hat. Oh. Okay, wir haben schon mal zwei gekillt. Ich hoffe, da sind nur drei. Müssen aber eigentlich vier sein. Ja, go, ja, vier. Mist, ich sehe ihn nicht. Okay. Hau rein. So.
Hau nochmal rein. Ah. Aua. Mist. Ja, ich sehe nichts mehr. Felix. Da, einer ist tot. Jetzt haben wir die Chance. Ei, ei, ei. Ja, blöd, wenn man nicht kämpfen kann. Mann, mein Typ ist zu schwach. Der kann jetzt nicht kämpfen ohne Waffe. Das funktioniert so nicht. Da unten geht's schon wieder weiter. Mann, es geht weiter und weiter. Ich weiß mir ehrlich gesagt richtig schwer. Ich könnte natürlich die Sachen einfach liegen lassen. Aber das will ich nicht. Hier schon wieder ein Lager. Oh, da sind ja die Gefangene. Und da sind zwei Leute. Ups. So, Attacke. Zack. Dat. Er soll mich attackieren. Nee, nee, nicht sehr kühner. Okay. Sehr, Exit Mensch. Stirb. Danke. Gut, da sind die Gefangene. Ein Sklave, ein Sklave. Ich habe euch gefunden. Vielen Dank. Ich bin so hungrig. Ich könnte Pferd essen. Los, brüchen wir auf. Ja, ich habe euren Freund gefunden. Er hat mir von eurer Notlage erzählt. Er lief davon, nachdem er mir eure Geschichte erzählt hat. Wow, das sieht cool aus. Das ist das coole Seite. Heute schließt sich auf ein großes unterirdisches Höhlensystem, das von primitiven, aufrechtgehenden Echsen bevölkert wird. In diesen tiefen Höhlen war es warm, feucht und hoch und roch etwas unangenehm. Ungemütlich für Menschen, aber ideal für kaltblütige Wesen. Es ist kein Wunder, dass sie so selten in der Oberfläche gesichtet wurden. Ich entdeckte, dass man diese Wesen über den Sinn ihrer Handlung nicht befragen konnte und befreite zwei menschliche Gefangene, die ganz bestimmt nicht zur Verhör eingesperrt waren. Sie stotterte ihre Dankbarkeit und rannten weg, obwohl ihnen etwas Essen angebot. Ich hoffe, dass sie bis zum Vorposten durchkommen. Er bedeutete ihre beste Chance auf ein besseres Leben als das, welches sie führten, als sie ihrem begegneten. So, aber erstmal... Ich will erstmal mit dir reden. Ja, okay. Die danken mir nur. Denn ich habe euch gerne geholfen. Gar kein Problem. Aber schon ziemlich cool. Boah, was wie alles. Wie viele Punkte haben wir jetzt? Schon wieder so 200. Nicht viel Trainingspunkte. Ich habe noch keine. Es ist irgendwie ein bisschen schwierig. Ich kann nicht kämpfen. Die Frage ist nur, wie komme ich nur da zurück? Wie war der Weg eigentlich? Hey, jetzt war ich ja so lange in diesen Höhlen hier. Ich habe vergessen, wie ich zurück nach Avalon komme. Okay, hier geht's um. Hier war das Lager. Gut. Und dann hier geht's raus. Gut. Wir haben ja wirklich alles platt gemacht. Selbst diesen Schattenkrieger. Wir haben jetzt drei Schattenamulette. Vielleicht muss jeder von uns eins anlegen und dann passiert irgendwas. Oder wir müssen es dem Typen da geben. Dafür müssen wir erstmal einen Weg ins Vorposten finden, wo ich eigentlich dachte. Oh, da ist ja noch einer. Ich habe echt einen Weg zum Schattendings vergessen. Hau drauf. So. Da oben gibt es ja nichts mehr, ne? So, dann müssen wir hier. Ich glaube, Schatten der Vorposten war irgendwo unter uns. Dann muss man einmal nach unten, dann einmal nach rechts, glaube ich. Von der Kartendingens gesehen. Ja, könnte klappen. Also, mir wäre es lieb, wenn ich diese Sachen dem einen Typen. Warte mal. Wir haben ein neues Schwert erhalten. Erholung, Angriff 8. Erholung 12. Angriff 7, Angriff 5. 4, 6, 13. 4, 6, 13, 8, 15. 7, 13, 1, 6, 0, 4.
0416815, ja. Erholung Angriff 12, Erholung 8. Mein Schild macht mehr Schaden, aber das hier ist schneller. Ah. Wir nehmen mal die schnellere Waffe. Die Waffe geben wir jetzt mal einfach Zerkühner. Dann verkaufen wir einfach mal das Offiziersschwert. Das, also, wir haben jetzt die Waffen der Schattenkrieger. Und die sind ziemlich gut eigentlich. Das heißt, Zerkühner bekommt eine andere Waffe. Dann wird auch der mal mehr Schaden reinhauen. So, das ist ja, das ist der Vorposten. Ob die Gefangenen jetzt da sind? Ich komme nicht eigentlich dahin. Hier müsste eigentlich auch ein Weg frei sein, oder? Nee. Es wäre lustig, wenn ich die Sklaven treffe. Und sie Händler wären. Händler. Ich brauche Händler. So, hier Raoul habe ich glaube ich gekillt. Was ist mit dir? Okay. Ja, der Weg ist frei. Gib mir den Brief, ich komme gleich wieder. Gut, wartet einen Moment. Und wieder da. Gib mir einen Brief. Oh, wisst ihr, ich habe vergessen, von auch mal. Achso. Ja, okay. Muss ich erstmal einen Brief von dem Hauptmann abholen. So. Der Weg in den. Nee. Warte mal. Was war das denn gerade? Habt ihr das gesehen? Oh. Zu weit unten. Wir haben drei Schattenkrieger. Ich nehme an, der will, damit er uns trainiert, dass er will, dass ich die Schattenkrieger umbringe. Nehme ich jetzt mal einfach mal an, der Typ da. Der Okari. Ja. Euer Sieg über die tätowierten Teufel hat die Erwartungen bestätigt, die ihr euch gesetzt habt. Seid ihr jetzt bereit, von mir unterrichtet zu werden? Ja. Ich wusste, das hat was damit zu tun mit den Kriegern. Beschränkung minus 10, innere Stärke, das nehme ich. Die Fähigkeit, eine große Last zu tragen, hängt nicht von der Kraft des Körpers, sondern von der Kraft eures Willens ab. Ihr kann eure geistig Suggestion so manipulieren, dass ihr glaubt, die ganze Welt würde euren Schultern lassen. Mit dieser Last solltet ihr nordöstlich dieses Vorpostens zum Ring der vier Steine gehen. Dort habe ich einen Erdgeist heraufbeschworen, der euch prüfen wird. Okay, ich nehme die Herausforderung an. Diesen Kreis haben wir schon mal gesehen. Ich habe doch innere Kraft erhalten. Was? Du verarsch mich. Was hat er mir jetzt gegeben? Ich sollte es besser mal durchlesen. Was könnt ihr mich lernen? Beschränkung minus 10. Achso, ich soll den Geist erstmal töten. Gott. Wie viel Zeit bleibt uns noch? Habe ich irgendwo noch einen Stand mehr? Das ist 7, das ist 6, ne, 5 auch nicht, 4. Ne, 4 nicht, 3. 2. Anfang der Stufe. End of Chapter. Diablo, Ziegel, End of Chapter, Corvus. Achso. Ja, wir können da noch speichern. Okay. Wir sehen uns im nächsten Part. Immer wenn ich den Erdgeist platt mache. Bis dann.